Dietmar Bartsch ist Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag. Im September wird er nicht noch einmal kandidieren. Damit fallen also gleich beide Fraktionsvorsitzenden ab September aus. Mein Kollege Mario Tunis glaubt, dass es an einem Machtkampf in der Partei liegt, den die Realos in der Linken, soweit es sie gibt, verlieren. Die Details hier. Außerdem, Frankreich wird erschüttert von barbarischer Gewalt. Erst kürzlich ein Fall, der einen sprachlos zurücklässt und von solch einer Brutalität ist, dass er hier gar nicht ausgeführt werden kann. Matthias Nikolaidis hat sich mit der Situation für uns beschäftigt. Wir haben einen Wohnraummangel, und zwar einen massiven Wohnraummangel. Der ist so massiv, Menschen suchen schon mit Plakaten nach billigem Wohnraum, wie in diesem Beispiel. Man kann drüber lachen, aber ehrlich gesagt, 900 Euro für drei Zimmer, das war früher ganz normal. Die Politik verbietet Eigenheimbau und möchte dem Ganzen mit modularem Bauen begegnen. Modulares Bauen, das ist Plattenbau.